Was die Grünen genau planen und wie die Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden sollen, erklären die Parteichefs Baerbock und Habeck gleich in einer Pressekonferenz, die wir live übertragen. Zunächst aber erstmal ein Überblick. Verheerende Überschwemmungen im Westen Deutschlands. Extremtemperaturen und Waldbrände, vor allem in Südeuropa. Solche Extremwetterereignisse werden durch den Klimawandel häufiger. Da sind sich Experten einig. Und an dieser Stelle unterbrechen wir und schalten direkt zur PK der Grünen mit Annalena Baerbock und Robert Habeck. Alles in eine halbe Stunde Zeit für Input, Fragen und Antworten und werden danach einen kleinen Spaziergang, eine Kurzwanderung machen durch das Biesenthaler Becken. Netterweise führt uns Christian Unseld, der Stiftungsvorsitzende der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe. Und wir bitten Sie, während des Spaziergangs ein bisschen darauf zu achten, die Abstände zu wahren und möglichst dann Masken zu tragen, wenn das nicht der Fall ist. Und ansonsten übergebe ich jetzt an Annalena Baerbock und dann Robert Habeck. Vielen Dank. Schönen guten Tag auch von unserer Seite in dieser wunderschönen Natur. Hoffentlich nicht allzu viele Mücken hier mit unterwegs. Wir präsentieren heute hier unser Klimaschutz-Sofortprogramm, weil nicht nur die letzten Wochen in Deutschland, sondern gerade ja auch im Süden Europas noch mal deutlich gemacht haben, die Klimakrise ist nichts Abstraktes, sondern sie passiert hier mitten unter uns. Und wir müssen jetzt alles dafür tun, diese Klimakrise in den Griff zu bekommen. Wir stehen vor einer Weichenstellung, um überhaupt noch auf den 1,5-Grad-Pfad kommen zu können und zugleich aber vor einer Weichenstellung, nämlich die historische Chance zu haben, das nächste Jahrzehnt dafür zu nutzen, klimagerechten Wohlstand für zukünftige Generationen zu bauen. Das heißt, richtig was Großes zu schaffen, eine Weichenstellung, vor der unser Land, vor der unser gemeinsames Europa schon öfter in unserer Geschichte gestanden hat, wo es immer wieder den Mut brauchte, Neues zu wagen, wo immer wieder klar war, dass das nicht nur einfach wird, aber wo auch deutlich war, wenn man die Veränderung, die in der Vergangenheit schon stattgefunden hat, nicht mit Mut anpackt, dann riskiert man alles, was man eigentlich erhalten will. Und genau in so einer Situation sind wir heute wieder. Und da war es mehr als fatal, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren vor allen Dingen immer nur deutlich gemacht hat, was alles nicht geht beim Klimaschutz, anstatt daran zu arbeiten, was alles geht, um klimaneutralen Wohlstand zu schaffen und eine sozial-ökologische Marktwirtschaft zu bauen. Die Industrie zeigt mittlerweile, dass sie nicht nur bereit ist, sondern dass sie mittendrin steckt in diesem Aufbruch, in dieser Veränderung und dass ein Abwarten nicht nur die Erderwärmung weiter gefährdet, vor allen Dingen, sondern den Industriestandort Deutschland. Weil wir im internationalen Wettbewerb um Klimaneutralität sehen, dass die Märkte der Zukunft klimaneutral sind und deswegen ist es nicht nur eine Frage von Klimaschutz, von Umweltschutz, sondern von einer zukünftigen Industriepolitik, die den Wohlstand sichern kann. Und daher muss die nächste Bundesregierung mit ihrer ganzen Kraft daran arbeiten, und zwar mit allen Ressorts zusammen, diese Klimaneutralität gemeinsam auf die Schiene zu bringen und die große Jahrhundertaufgabe, die Klimakrise in den Griff zu bekommen, endlich angehen. Wir werden daher im nächsten Kabinett das größte Klimaschutzpaket beschließen, das es jemals in diesem Land gegeben hat. Das heißt, zentrale Gesetze und Verordnungen gleichzeitig zu novellieren, Förderprogramme zielgerichtet aufzustocken und neu einzuführen und vor allen Dingen steuerliche Anreize für Klimaneutralität nicht nur zu versprechen, sondern wirklich in Form einer sozial gerechten Transformation auch schnell in die Betriebe und damit an die Beschäftigten zu bringen. Dafür werden wir den Abstimmungsprozess zwischen den Ministerien verschlanken, weil wir keine Zeit mehr haben, immer dieses Hin- und Hergereiere zwischen Ministerien, sondern in einem 100-Tage-Sofortprogramm mit einer Klimataskforce der Bundesregierung im Wochenrhythmus tagen
um die Novellierung der dafür notwendigen Gesetze schnellstmöglich auf den Weg zu bringen. Und das heißt, dass die Federführung für diese Klimataskforce von einem Klimaschutzministerium übernommen wird. Und das Ministerium hat dann entsprechend auch ein Vetorecht gegenüber anderen Ressorts, wenn eben Gesetze nicht auf dem Weg zum 1,5-Grad-Pfad, und das heißt Paris-kompatibel sind. Wenn wir die Veränderung gestalten wollen, dann ist das Allerschlechteste, was jetzt von Seiten der Union angekündigt wird, nämlich einfach mal abzuwarten und der Industrie auf ihrer Reise zur Klimaneutralität viel Glück zu wünschen. Wir waren nicht nur in den letzten Wochen, sondern in den letzten Jahren ja immer wieder vor Ort unterwegs, haben die Orte der Veränderung gerade in der Wirtschaft immer wieder besucht. Und was da zu hören ist, wir haben die Technologien, wir können klimaneutralen Stahl, wir können klimaneutralen Zement herstellen, aber es fehlen die politischen Weichenstellungen. Und wir können nicht noch mal 1,5 Jahre auf Förderbescheide abwarten, weil dann der klimaneutrale Zement in anderen Regionen dieser Welt gebaut wird. Daher schlagen wir mit unserem Klimaschutz-Sofortprogramm konkrete Maßnahmen im Hier und Heute vor. Denn Klimaschutz macht man nicht durch schöne Worte, sondern indem man Klimainfrastruktur auch baut. Und das heißt vor allen Dingen der Ausbau der erneuerbaren Energien. Ohne einen Ausbau der erneuerbaren Energien, ohne Windkraft werden wir nicht zur Klimaneutralität kommen. Und wer Klimaschutz in Sonntagsreden sagt, der muss dann auch Windräder bauen. Dafür werden wir in den 100 ersten Tagen die Weichen stellen, 2% der Landesfläche für Windkraft zu nutzen und darauf aufbauend dann den Ausbau der erneuerbaren Energien zu verdreifachen. Denn ohne diese erneuerbaren Industrien und Energien werden wir keine Klimaneutralität hinbekommen. Das heißt im Gegenzug, weil es ja darum geht, CO2 einzusparen, den Kohleausstieg deutlich vorzuziehen. Und zwar auch hier nicht, indem man dann den Unternehmen viel Glück wünscht auf ihrer Reise, sondern indem man einen CO2-Mindestpreis, einen nationalen CO2-Mindestpreis im europäischen Emissionshandel verankert. Beginnt mit 60 Euro pro Tonne, damit diejenigen, die dann wirklich auf Klimaneutralität setzen, auch einen Wettbewerbsvorteil haben. Und da natürlich Deutschland nicht abstrakt auf einer Insel lebt, muss das europäisch eingebettet sein und muss vor allen Dingen dafür sorgen, dass man in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit weiter Bestand hat. Und daher ist der Industriepakt mit seinen Carbon Contracts for Differences die Leitplanke für die Zukunftssicherung der Arbeitsplätze in unserem Land auf dem Weg der Klimaneutralität. Vielen Dank. Wie Annalena gesagt hat, der Handlungsdruck ist hoch. Sie erinnern noch, dass die Bundesregierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, und es ist eine Bundesregierung ja seit 16 Jahren leider ohne grünes Zutun, die Klimareduktionsziele für 2040 auf -88% angehoben hat, also knapp 90% in dann nach der Bundestagswahl knapp 18 Jahren, knapp 20 Jahren, die wir haben. Das ist im Grunde alles und ein immenser Zeitdruck. Wir werden noch ein paar Umdrehungen ambitionierter gewesen, aber immerhin schon diese Ziele sind eine enorme Herausforderung. Ziele allerdings ohne Maßnahmen sind brotlose Kunst und das ist das, was wir im Moment erleben von den mitbewerbenden Parteien in diesem Wahlkampf von der jetzt scheidenden Bundesregierung. Brotlose Kunst bei der Umsetzung dessen, was beschlossen ist, und die Pressekonferenz heute, die Klimaschutz-Sofortprogramm-Maßnahmen sollen genau das für die nächsten 2 Monate der politischen Auseinandersetzung beheben, also den Streit über das Wie und über die besten Antworten eröffnen. Wenn wir andere Antworten hören von anderen Parteien, dann werden wir uns das geduldig anhören und sie auch wertschätzen, wenn sie gut sind. Was allerdings nicht mehr Stil der politischen Debatte und Auseinandersetzung sein sollte, wäre von Leuten, die keine Antworten geben können, kritisiert zu werden für Antworten, die gegeben werden. Insofern erden wir die politische Debatte mit diesem Klimaschutz-Sofortprogramm, und zwar das in einem buchstäblichen Sinne. Wir sind hier in der Nähe von einem Moor. Das ist dann die sinnbildliche Erdung, wenn Sie so wollen. Die Moore in Deutschland sind weitestgehend entwässert und damit tot. Und entsprechend haben sie einen Ausstoß von den Treibhausgasemissionen von 5% der deutschen Emissionen. Würde man Moore umgekehrt wieder vernässen, wie wir es hier gleich noch mal vorgeführt bekommen, wie es hier passiert ist, binden Moore CO2 und als ein
Bestandteil des Klimaschutz-Sofortprogramms haben wir dann entsprechend auch ein großes Moorvernässungsprogramm vorgesehen, das direkt den Landwirten die Möglichkeit gibt, gegen staatliche Entschädigung Moore wieder zu vernässen, die Drainagen rauszunehmen, die Gräben wieder dicht zu machen und so den Wasserhaushalt in den Mooren wieder zu dem normalen Stand, wie es eigentlich die Natur will, zurückzuführen. Der hohe Handlungsdruck heißt, dass wir schneller planen und die Planungen beschleunigen müssen. Das gilt auch für die Genehmigung für Windkraftanlagen, große Infrastrukturprojekte. Sie wissen, dass die Debatten darum häufig mühselig und sehr langwierig sind. Wir wollen die Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen deutlich vereinfachen, deutlich erhöhen in der Geschwindigkeit, etwa indem es eine Fristvorgabe für die notwendigen Genehmigungen gibt, aber auch indem es neue Lösungen mit dem Natur- und Artenschutz gibt. Das ist weit vorbesprochen mit Naturschutzverbänden und im Kern ist der Gedanke, dass es einen Populationsschutz gibt, einen Populationsschutzraum gibt und entsprechend dann auch mehr Raum für Windkraftanlagen in einer schnelleren Planungsgenehmigung. Aber die Windkraftanlagen sind nicht die einzige Infrastruktur, die schneller geplant und gebaut werden soll. Insofern sehen wir vor, ein Planungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg zu bringen, das die Bündelung der Genehmigungen als Hauptinhalt hat. Und für große nationale Infrastrukturprojekte halten wir es auch für richtig, wenn der Deutsche Bundestag als feststellendes Gremium dann stärker in die Verantwortung geht. So kann man es im skandinavischen Nachbarland Dänemark beispielsweise beobachten, sodass dann beispielsweise neue Wasserstoffinfrastrukturen, aber auch neue große Schienenverbindungen, beispielsweise Stromnetze, dann parlamentarisch beschlossen werden. So wird dann deutlich die Geschwindigkeit erhöht. Wir brauchen, um die Klimaschutzmaßnahmen voranzubringen, Geld. Irgendjemand wird es bezahlen müssen und die politische Debatte verkennt, dass das die Logik der Dinge ist. Wenn es nicht die Gesellschaft mit ihrer Solidarität tut, also der Staatshaushalt, der mit seiner guten Bonität, die ja wiederum darauf beruht, dass wir alle so fleißig arbeiten und treue Staatsbürger sind, tut, dann müssen es die Privatpersonen tun oder die Unternehmen. Annalena hat es gerade aufgezählt, die Industrie ist bereit, aber sie muss das Geld irgendwie aufbringen und in die Hand nehmen. Entweder lässt man die Industrie alleine oder man unterstützt sie beispielsweise mit diesen Klimaverträgen, also Carbon Contract for Differences Verträgen, wo der Staat ein Angebot macht und sagt, ihr spart CO2, wir sorgen dafür, dass die Kosten, die nicht am Markt realisiert werden können, ausgeglichen werden, jedenfalls für die Einführungsphase. Es gilt aber natürlich ganz genauso für die Bürgerinnen und Bürger, wenn die Häuser saniert werden, die alten Fenster ausgetauscht werden müssen, das Auto als Immobil neu angeschafft werden muss, dann müssen es entweder die Menschen bezahlen oder es gibt Unterstützung von staatlicher Seite. Im Kern ist die Antwort, die die mitbewerbenden Parteien geben, ja, das sollen die man alle schön selber bezahlen. Also sie alle zahlen dann die Sause und der Staat, der bleibt bei der Politik, der Haushaltspolitik, die wir die letzten Jahre gesehen haben. Wir geben eine andere Antwort. Wir wollen ein großes Klimaschutzinvestitionsprogramm auflegen. Ein Programm, das wir inzwischen durchgerechnet haben lassen von unabhängigen Instituten, das die Wachstumsrate in Deutschland deutlich erhöhen wird. Grüne Pressekonferenz, wir reden von Wachstum, ja in der Tat, klimaneutraler Wohlstand entsteht so und wir werden am Ende des Prozesses nicht mehr Schulden abzuzahlen haben, als wir sonst hätten, nur dass wir unser Land fit gemacht haben und klimaneutral gemacht haben. Die finanziellen Unterstützungen als Investitionszuschüsse, als Investitionsanreize für ein klimaneutrales Wachstum sind allerdings nicht die einzigen Maßnahmen. Es gibt ein breites Arsenal an Abschreibungsmöglichkeiten für Forschungsausgaben, für eine erhöhte Abschreibung, wenn man weitere Ausgaben hat, steuerliche Förderungen, die wir vorgesehen haben. Der dritte Punkt, der damit verbunden ist und der wird häufig übersehen, ist, dass die Klimaschutzmaßnahmen selbst nicht die soziale Spannung in einer Gesellschaft verschärfen dürfen. Unsere Antwort darauf, schon häufig vorgestellt, ist das Energiegeld. Wir sammeln die durch die CO2-Bepreisung aufkommenden Gelder ein, teilen sie durch Kopf und zahlen sie wieder aus. Das sorgt für sich selbst schon für eine Art Umverteilung im System, weil einkommensstärkere Haushalte mehr CO2 emittieren oder mehr fossile Energien verbrauchen als einkommensschwächere Haushalte. Gleichwohl kann die Energie- und Klimapolitik, auch wenn sie sozial mitgedacht ist oder abgefedert ist, nicht die soziale Schieflage in Deutschland beheben. Dafür braucht es Gerechtigkeitspolitik, Sozialpolitik, finanzpolitische Instrumente. Und da
diese Transformationsphase, die nächsten 20 Jahre, eine Phase von Veränderung und logischerweise auch eine Phase von Zumutung sein wird, ist entscheidend für das Gelingen dieser Phase, dass die Gesellschaft insgesamt, die Menschen in diesem Lande wissen, dass es fair zugeht. Insofern sind neue, aber auch neu justierte sozial- und finanzpolitische Antworten, die genau diesen Zusammenhalt der Gesellschaft, die Gerechtigkeit im Lande hochhalten, dringend erforderlich. Das ist der tiefere Hintergrund für die steuerpolitische Debatte über Gerechtigkeitspolitik versus die Reichen sollen reicher werden und diejenigen, die nicht so reich sind, die sollen mal sehen, wie sie selber reich werden. Für die tun wir mal gar nichts. Das ist ja die finanzpolitische Debattenlage, die wir gerade quasi mit den mitbewerbenden Parteien erleben. Auf der anderen Seite braucht es neue Instrumente. Zwei will ich noch schnell nennen. Die Qualifizierung über ein Kurzarbeitergeld. Also dieses Kurzarbeitergeld, das wir auch von der Corona-Pandemie kennen, wird überführt in ein Qualifizierungskurzarbeitergeld, wenn sich Industrien, Unternehmen umstellen müssen und die Leute weitergebildet werden müssen, fortgebildet werden müssen, dann können sie im Unternehmen bleiben und werden dafür dann unterstützt, wie wir es gesehen haben. Und dann würden wir einen Klimabonusfonds einrichten, der für alle die Bereiche gilt, wo die Menschen nicht über die normalen Umverteilungsinstrumente, das Energiegeld, so beteiligt werden an der großen Transformation, wie es möglich ist. Also Leben im ländlichen Raum, sehr altes Auto, eine alte Ölheizung, schlechte Verkehrsanbindung durch öffentliche Verkehrsmittel und das Einkommen ist auch nicht so sprudelnd, dann muss es zusätzliche Leistungen geben, eben aus diesem Fonds heraus. Alle diese Maßnahmen zeigen, dass die Anstrengung, Klimaschutz jetzt voranzubringen, nicht nur ein Silo-Projekt ist, also wir kümmern uns nur um die Energie oder wir kümmern uns nur um Bauen und Wohnen oder nur um die Landwirtschaft, sondern im Grunde alle politischen Handlungsfelder mit erfasst, die Sozialpolitik, die Europapolitik, die Industriepolitik, die Wirtschaftspolitik. Und in dem Sinne ist es eine große Kraftanstrengung. Wir stellen ein Klimaschutz-Sofortprogramm vor, aber in Wahrheit ist es die Ambition, die Richtlinienkompetenz in Deutschland neu zu eichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Annalena Baerbock und Robert Habeck. Ich habe die ersten Fragen und fange an in diesem Block des Fragenfeldes sozusagen. Herr Möhle fängt an. Paul von Streit ist so nett und gibt Ihnen das Mikro. Frau Baerbock, Herr Habeck, ist dieses Sofortprogramm Ihr Anspruch für den Fall, dass die Grünen die Bundeskanzlerin stellen? Dann könnten Sie es leichter durchsetzen. Oder gilt das im selben Maße für den Fall, dass Sie als kleinerer Partner in eine Bundesregierung eintreten? Und welche Ministerien sollen in diesem Klimaschutzministerium zusammengeführt werden? Welche bisherigen Ministerien? Danke. Wir würden in alter Gewohnheit immer abwechselnd antworten. Dieses Klimaschutz-Sofortprogramm muss für jede Bundesregierung gelten. Wer Klimaschutz in der nächsten Bundesregierung nicht als Kernaufgabe verankert, der kann nicht auf den 1,5-Grad-Pfad kommen. Und der kann nicht dafür sorgen, dass der Wohlstand in unserem Land erhalten bleibt und dass die Menschen auch in Zukunft in Sicherheit und in Freiheit leben können. Deswegen ist es für uns die Querschnittsaufgabe der nächsten Bundesregierung und zwar quer durch alle Ressorts raus. Das ist auch der große Unterschied zu dem Klimakabinett, was es in der letzten Bundesregierung gegeben hat, was ja eher ein Alibi-Stuhlkreis gewesen ist, wo man gesagt hat, man trifft sich mal und hat gesagt, schön, dass wir zusammengekommen sind. Und am Ende kam dann gar nichts bei raus, weil es keine Verantwortung gab. Und daher für uns die klare Verantwortung als Richtlinienkompetenz, aber für alle Ressorts. Und deswegen sind auch alle Ressorts in dieser Taskforce mit verankert, weil, wie Robert gerade deutlich gemacht hat, Klimaschutzpolitik ist auch Finanzpolitik, ist auch Außenpolitik und das muss dann entsprechend umgesetzt werden. Wir sehen auch, dass wir nicht weitermachen können. Es gibt ein Umweltministerium, das ist für alles Gute zuständig und dann gibt es ein Wirtschaftsministerium, was die ganzen Jahre immer nur sagt Nein, weil es unionsgeführt ist, sondern die Transformation, die wir angehen müssen, betrifft insbesondere unseren Wirtschaftsstandort Deutschland und deswegen bedeutet ein Klimaschutzministerium eben Ökologie und Ökonomie zusammenzudenken. Also Sie würden Umwelt und Wirtschaft in diesem Klimaschutzministerium zusammenführen wollen? Wir führen jetzt hier keine zugeschnittenen Ressortzuteilungen, aber wir müssen neu denken, wie wir Klimaschutz als Querschnittsaufgabe durch die gesamte Bundesregierung durchziehen, damit nicht Ministerium wie in der Vergangenheit gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten. Als
Das nächste bitte Frau Wiedemeier, die hier steht. Paul von Streit, hier steht Frau Wiedemeier. Genau. Dankeschön. Ja, achso, herzlichen Dank. Zwei Fragen. Wir haben hier eben im Kollegenkreis das mal alles überflogen und haben gesehen, diese Vermeidung bzw. Verbot von Inlandsflügen finden wir nicht und auch das Aus des Verbrennungsmotors bis 2030 wird nicht explizit erwähnt. Hat das spezielle Gründe? Ist Ihnen das zu heikel jetzt kurz vor der Wahl? Und ganz kurze Frage. Sie sagten eben, Sie hätten das jetzt alles nochmal durchgerechnet. Also welche Mehrkosten kommen dann zusammen? Auf welche Zahl sind Sie gekommen? Wir hatten die Debatte über Binnenflüge, ja, und wir haben uns jetzt in diesen Maßnahmen darauf konzentriert, die wirklich CO2-mindernden Projekte nach vorne zu stellen. Verkehr wiederum hat einen großen Schwerpunkt in diesen in den 100-Tage-Sofortprogramm gefunden. Und aus der Logik der Maßnahmen wird sich dann auch das Ende des Verbrennungsmotors ergeben, beziehungsweise das ist ja Beschlusslage. Das ist auch die einzig logische Konsequenz. Ich habe es ja schon gesagt, die Bundesregierung selbst, nochmal, die nicht grüne Bundesregierung sagt, bis 2040 minus 88%, wenn man davon ausgeht, dass die Deutschen ihre Autos um die 15, hoffentlich auch mal ein bisschen länger Jahre fahren und wir dann die CO2-Emissionen bis 2040 um knapp 90% gesenkt haben müssen, macht es Sinn, irgendwann keine neuen fossile Treibstoffe verbrennenden Fahrzeuge mehr zuzulassen, sonst geht die Rechnung ja nicht auf. Sonst haben wir das Gleiche, was wir hier schon die ganze Zeit kennen. Wir müssen schneller werden, ja, ja, an Sonntagsreden, aber ein Deckel beim Ausbau der Erneuerbaren. Also das Ende des Verbrennungsmotors muss kommen, 2030 ist gesetzt. Und die Kosten habe ich schon angerissen. Erstmal ist wichtig, dass es Kosten sind. Und wenn man sagt, der Staat soll nicht mit Investitionshilfen das unterstützen, die Infrastruktur ertüchtigen bzw. Unternehmen und Privatpersonen unterstützen, dann sagt man, die Privatpersonen und die Unternehmen müssen das selber bezahlen. Wir haben ja schon früh unseren Vorschlag auf den Tisch gelegt, in den nächsten 10 Jahren Investitionen von 50 Milliarden pro Jahr neu aufzulegen, zusätzlich zu dem, was bereits drin ist. Das entspricht dann einem 500-Milliarden-Paket bis 2030. Und nach überschlägigen Schätzungen würde ich sagen, dass ungefähr die Hälfte bis 2/3 dafür unmittelbar klimarelevant ist. Ein anderer Teil geht in die Infrastruktur, die ja gerade im kommunalen Bereich selbst schon nicht gut ist. Es überschneidet sich dann teilweise, aber die KfW-Bank hat mal ausgerechnet, dass die kommunal aufgelaufenen Schulden in Gebäuden, marode Brücken, Sporthallen, die nicht mehr genutzt werden können, Spielplätze, die geschlossen werden, unterlassener Breitbandausbau und so weiter, bei 140 Milliarden liegen. Jetzt schon. Da ist noch kein Klimaschutz mit drin, nur höchstens indirekt, dass wenn man ein Dach saniert, es natürlich auch sinnvoll wäre, es dann auch energetisch zu sanieren. Es muss aber erstmal heile gemacht werden. Also insofern sind das Investitionen, die wir über Kredite finanzieren würden. Und wenn es nicht nochmal über Kredite, über den öffentlichen Haushalt, der ja eine einmalig günstige Situation hat, Kredite aufzunehmen, finanziert wird, dann müssen die Privatpersonen oder die Unternehmen eben die Kredite aufbringen oder es passiert nicht. Insofern ist das Angebot, das wir vorstellen, deutlich günstiger. Es handelt sich hier um eine gesellschaftliche Herausforderung, eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Dass der deutsche Staat so günstig Kredite aufnehmen kann, liegt daran, dass wir als Gesellschaft so gut und fleißig und tüchtig sind. Und so belohnen wir uns doch gegenseitig durch Solidarität, statt mit dem Finger nur auf Einzelne zu zeigen und im Zweifelsfall uns für unterlassene Tätigkeiten später verantworten zu müssen. Wir bleiben noch kurz auf der Seite. Bitte Herr Hansen und danach Herr Feld. Wenn Sie erlauben, bitte auch zwei Fragen, einmal an Frau Baerbock, an Herrn Habeck. Frau Baerbock, was ist denn an diesem Klimaschutz-Sofortprogramm, das Sie heute präsentieren, neu an Akzenten im Vergleich zu dem Wahlprogramm? Wo kommen nochmal neue Forderungen oder Konkretisierungen hinzu? Oder ist das eigentlich nur ein Neuaufguss? Und eine Frage an Herrn Habeck, wenn Sie erlauben. Bei der Nominierung von Frau Baerbock als Kanzlerkandidatin wurde ja gesagt, Sie würden aufgrund Ihrer Erfahrung als Landesminister auch für die Vorbereitung von Koalitionsverhandlungen im Hintergrund zuständig sein. Wie sind dann solche Formulierungen zu bewerten, die jetzt drin sind im Papier? Da steht jetzt drin, wir werden den Kohleausstieg vorziehen auf 2030. Im Wahlprogramm hieß es noch, wir werden uns dafür einsetzen, ihn 2030 zu vollenden. Ist das ein Unterschied und ist das damit auch quasi ein Knackpunkt für Koalitionsverhandlungen, dass Sie heute sagen, wer immer der Koalitionspartner sein wird, ohne Kohleausstieg 2030 gehen die Grünen in keine Koalition?
das, was wir hier vorlegen, macht deutlich, wo unsere absolute Priorität drauf liegt. Nämlich in den ersten 100 Tagen, und das ist ja einer der Weichenstellungen in einer Regierung, alle Kraft auf den Klimaschutz zu legen, weil das bedeutet, alle Kraft auf die Zukunftsfähigkeit dieses Landes zu legen. Und das in einem 100-Tage-Programm zu verankern, deutlich zu machen, wie können wir die Projekte, die ja nicht was ist, was man heute weiß, wir müssen aus der Kohle aussteigen, sondern das sind alles Maßnahmen, die auch diese Bundesregierung in den letzten 4 Jahren hätte umsetzen können. Da wir die letzten Jahre seit der Pariser Klimakonferenz verplempert haben, haben wir jetzt nicht Zeit, eine ganze Legislatur darauf zu verbringen, diese Maßnahmen alle wirklich umzusetzen. Deswegen muss das in einem Beschleunigungsprogramm ganz zu Beginn dieser Legislatur auf die Schiene gelegt werden. Deswegen diese Taskforce, die wir neu einrichten, deswegen dieser Wochenrhythmus, damit es dann nicht heißt, am Ende der Legislatur, ach, wir wollten eigentlich, haben es aber nicht geschafft. Und damit ist es ein massives Beschleunigungsprogramm für die Klimaschutzmaßnahmen, die wir eigentlich in den letzten 5 Jahren hätten machen können. Weil wenn wir jetzt an diesen Punkten die Weichen nicht stellen, dann wird es irgendwann zu spät sein. Führende Industrieunternehmen warten nicht darauf, bis die Bundesregierung endlich aus dem Quark kommt, sondern sie machen jetzt die Investitionsentscheidung, ob ihre klimaneutralen Fabriken in Zukunft auch in Deutschland stehen werden oder in China oder in den USA. Herr Feld, bitte. Ich kann noch schnell den zweiten Teil der Frage beantworten. Im gewissen Sinne kann man sagen, wir machen die Hausaufgaben, die die Bundesregierung nicht auf den Zettel gekriegt hat. Ich habe ja schon gesagt, bis 2040 -90%, knapp 90%, ohne die Maßnahmen zu nennen. Und daran werden wir uns messen lassen müssen. Ich würde sagen, dass eine Regierungsbeteiligung der Grünen, ohne dass wir überprüfbar mit Maßnahmen auf einem Pfad sind, der uns in das Paris-Abkommen bringt oder zu dem Paris-Abkommen bringt, das macht dann keinen Sinn. Innerhalb des Pfades und der Möglichkeiten, die man dort zur Realisierung hat, gibt es quasi kommunizierende Röhren. Wenn man bei der einen Maßnahme langsamer ist oder mehr Zeit geben will, dann muss man bei anderen eben schneller sein. Aber die Summe an CO2-Emissionen muss sich reduzieren, und zwar über eine Nachprüfbarkeit. Und das wiederum führt direkt zum Kohleausstieg. Es ist noch immer der effizienteste Weg, CO2 einzusparen, schnell aus der Kohle rauszugehen. Und in dem Volumen, das wir ausgerechnet haben, ergibt sich 2030. Am Ende ist entscheidend, dass die Emissionen zurückgehen. Und vielleicht ist entscheidender, dass möglichst schnell möglichst viele Kohlekraftwerke abgeschaltet werden und nicht, wann das letzte abgeschaltet wird. Aber im Kern muss die Summe, die hinter der Zahl 2030 steht, erreicht werden. Wie gesagt, sonst wird der Druck auf andere Sektoren zu hoch. Wir werden als Regierung, als grün beteiligte Regierung, das Paris-Abkommen einhalten. Punkt. Herr Feld. Ja, es gab eine hitzige Debatte um das Thema Benzinpreis, Spritpreis, CO2. Haben Sie aus dieser Debatte irgendwelche Konsequenzen gezogen darin, wie Sie jetzt dieses Programm formulieren, was da reinkommt, wie Sie es genau formulieren? Und wenn ich darf, noch eine Frage zu einem aktuellen Thema. Laut Pro-Asyl soll es einen Abschiebeflug nach Afghanistan geben. Da würde mich A interessieren, was ist Ihre Position dazu und vielleicht grundsätzlich zum Thema Abschiebung von Straftätern. Danke. Mit Blick auf den CO2-Preis ist sehr, sehr deutlich, dass wenn wir nicht dafür sorgen, dass diejenigen, die jetzt in Klimaneutralität investieren, in Zukunft nicht nur einen Vorteil auf dem Markt haben, sondern diejenigen sind, die die Technologieführerschaft haben, dann werden diese Technologien nicht in Deutschland entwickelt werden. Und daher haben wir hier so deutlich gemacht, dass wir gerade für den Industriepreis, den Emissionshandelspreis, jetzt 60 Euro starten müssen, weil es braucht eine Lenkungswirkung für die Unternehmen, die wirklich bereit sind zu investieren. Und diese Methode, den Menschen Sand in die Augen zu streuen, wir machen ein bisschen Klimaschutz, aber eigentlich merkt man davon gar nichts. Das hat, glaube ich, auch der Letzte in diesem Land verstanden, dass das nicht funktioniert. Außer die Union offensichtlich, die sagt, Klimaschutz, da reden wir mal drüber, aber am Ende wissen wir auch nicht, wie das geht. Und wenn wir in diesem Tempo weitermachen und an dieser Wegscheide stehen wir gerade, dass eine Bundesregierung nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was deutlich gemacht hat,
hat, wenn ihr die Freiheit zukünftiger Generationen sichern wollt, dann müsst ihr jetzt nachschärfen. Ein Klimaschutzpaket vorlegt, wo man oben Klimaschutz draufschreibt, aber in den Maßnahmen kein Klimaschutz drin ist, dann führt das dazu, dass wir 56 Jahre brauchen, bis wir die Erneuerbaren auf 100% Strom gebracht haben. Jeder, der rechnen kann, weiß, dass im Jahr 2021 plus 56 Jahre nicht 2045 am Ende rauskommt. Und deswegen gehört zur Klimapolitik Ehrlichkeit dazu. Und diese Ehrlichkeit bedeutet, dass wir einen Dreiklang brauchen aus einem klaren Ordnungsrecht, was wir hier hart verankern für den Ausbau der Windkraftanlagen, was Baden-Württemberg jetzt gerade in seinem Koalitionsvertrag und auch dem Klimaschutzgesetz vorgemacht hat, indem wir einen klaren CO2-Preis brauchen, damit diejenigen, die in Klimaschutz investieren, dann auch wettbewerbsfähig sind, und indem wir eine Förderpolitik brauchen, wo nicht Fördergelder mit der Gießkanne verteilt werden, sondern an diejenigen Unternehmen gehen, die jetzt in den Startlöchern stehen, wirklich ihre Grundstoffindustrie auf Klimaneutralität auszurichten. Was Afghanistan angeht, so hat die Bundesregierung schon in den letzten Jahren und Monaten gesagt, ja, es gibt sichere Gebiete in Afghanistan, aber war nicht in der Lage zu sagen, wo die eigentlich sind. Insofern konnte man schon in der Vergangenheit daran zweifeln, dass es richtig ist, nach Afghanistan abzuschieben. Jetzt, nach dem Truppenrückzug der Bundeswehr, der US-Amerikaner, der westlichen Alliierten, sagen alle Berichte, die man über die Medien und auch aus Augenzeugenberichten kennen kann von Leuten, die dort in der Region sehr kundig sind, dass sich die Situation erneut noch dramatisch zuspitzt. Die Taliban sind auf dem Vormarsch. Und vor dem Hintergrund, dass wir selber ja mit dem Rückzug akzeptiert haben, dort im gewissen Sinne gescheitert zu sein, in eine Region abzuschieben, wo den Menschen Tod, Folter, Hinrichtung, Abhacken von Gliedmaßen drohen, ist nicht richtig. Deswegen muss das Auswärtige Amt den Lagebericht überarbeiten, und zwar angemessen der Situation überarbeiten. Der Lagebericht des Auswärtigen Amtes ist dann wiederum Grundlage der Entscheidung, ob dahin abgeschoben werden kann. Ich bin mir sicher, dass das dann nicht mehr möglich sein wird. Im Moment ist es so, dass die Bundesregierung die Flieger bereitstellt. Die würden dann nicht mehr fliegen, und entsprechend kann man dann auch logischerweise keine Straftäter und Gefährder mehr abschieben. Straftäter müssten dann hier in Deutschland ihre gerechte Strafe absitzen, und das müssen sie auch. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie Pille-Palle mit den Straftätern zu machen. Wer hier Böses tut, muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und bei Gefährdern weise ich darauf hin, das sind ja Menschen, die potenzielle Straftaten begehen könnten. Und wir haben keine Gesinnungsjustiz in Deutschland, Gott sei Dank nicht. Es gibt aber durchaus Maßnahmen, wie man den Druck auf Gefährder deutlich erhöhen kann. Ich weise darauf hin, dass Irene Mihalic und Konstantin von Notz und meine Wenigkeit vor ungefähr einem halben Jahr dazu ein ausführliches Papier vorgestellt haben. Und eine Maßnahme, den Druck auf Gefährder zu erhöhen, ist, die vielen anderen Delikte, die häufig in diesem Milieu begangen werden, von Diebstahl bis zu Schwarzfahren, von Drogenhandel bis zu Waffenbesitz, dass die mal gesammelt werden. Das werden sie nämlich nicht. Und daraus dann tatsächlich auch die Gefährder wegen den anderen Delikten zur Verurteilung kommen. Aber am Ende ist es tatsächlich so, und das ist eine Werteentscheidung, wenn das Land Deutschland, die Bundesregierung, zur Einschätzung kommt, dass in bestimmten Regionen Menschen ihres Lebens nicht sicher sind, dann können wir dort auch unsympathische Zeitgenossen nicht hinabschieben. Wir können ja nicht die Todesstrafe exportieren. Das geht ja nicht. Insofern ist die logische Konsequenz daraus, dass diese Menschen dann hier ihre gerechte Strafe verbüßen müssen. Ich habe weitere 5 Fragen. Ich würde die jetzt bündeln angesichts der Zeit. Frau Tutt bitte als Nächste und nach Frau Tutt Herr Bauchmüller. Und dann gibt es nochmal eine Tranche sozusagen hinterher. Frau Tutt, bitte. Ja, 2 Fragen. Zunächst zu den Klimaschutzverträgen. Die kommen ein bisschen technisch daher, aber potenziell ist das ja ein Riesending. Wie teuer wird sowas? Viele Begehren. Und soweit erstmal die Pressekonferenz der Grünen zum Klimaschutz-Sofortprogramm. Und die Vorstellung des Konzepts der Grünen hat für uns Kerstin Palzer in unserem Hauptstadtstudio mitverfolgt. Kerstin, fassen wir doch zunächst noch mal zusammen. Was steht denn in diesem Klimaschutz-Sofortprogramm alles drin? Es ist ein großes Potpourri, das unter der Überschrift etwas tun, jetzt sofort steht. Also es wird sehr dringlich gemacht, dass der Klimaschutz, und das hat Annalena Baerbock ja gerade eben auch nochmal in der Pressekonferenz betont, dass beispielsweise die Katastrophen im Hochwassergebiet im Süden und Westen von Deutschland nochmal gezeigt haben, es muss jetzt sofort was passieren. Ja, und in diesem Klimaschutz-Sofort-Programm stehen beispielsweise vielleicht so ganz populäre Dinge drin, dass man die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen
auf 130 km/h reduzieren will. Es geht aber darum auch, wann man aus der Kohle aussteigen will, nämlich 2030. Es geht darum, wie man Häuser, wie man Gebäude, Wohngebäude insbesondere besser isoliert, damit insgesamt eben der CO2-Ausstoß reduziert wird. Und vielleicht kann man auch noch mal erwähnen, es geht natürlich auch darum, wie man das politisch machen will, indem man zum Beispiel, und das ist tatsächlich, ich glaube, fast die einzige wirkliche Neuigkeit, die heute von den Grünen rausgegeben wurde, dass man ein Klimaschutzministerium einrichten will und dass dieses Ministerium dann tatsächlich auch ein Vetorecht hat, wenn es um Klimaziele geht. Das heißt, dieses Ministerium soll dann quasi immer, wenn es um Klimaschutz und CO2-Ausstoß geht, auf alle anderen Ministerien zugreifen können und sozusagen der Oberbestimmer werden. Ein zentraler Punkt war ja auch, dass der CO2-Ausstoß deutlich teurer werden soll. Was bedeutet das denn für uns als Bevölkerung ganz konkret? Ja, genau, das sind diese 60 Euro, die die Tonne CO2 dann kosten soll. Für uns als Bevölkerung, und das betont die Grüne, das betonen die Grünen sehr, soll das gar nicht so viel Auswirkungen haben, weil sie uns ja mit diesem Energiegeld am Ende des Jahres allerdings erst dann wieder entschädigen wollen. Aber erstmal bedeutet das natürlich, dass alles das, was CO2 mit drin hat, also zum Beispiel jede Autofahrt mit einem herkömmlichen Auto oder eben auch das Heizen der Wohnung, dass all das natürlich für uns Bürgerinnen und Bürger teurer wird. Und in diesem Zusammenhang war es den Grünen vorab ja immer sehr, sehr wichtig, dass der Verbrennungsmotor möglichst bald abgeschafft wird, dass Inlandsflüge ein Ende haben sollen. Was steht denn davon jetzt noch im Programm? Da steht erstaunlich wenig dazu in diesem Klimaschutz-Sofortprogramm, was uns jetzt ja eben auch erst seit einer Stunde vorliegt. Denn zum Beispiel zu Inlandsflügen steht da überhaupt nichts drin. Also dazu sagen sie gar nichts. Und bei den Verbrennern sind sie, naja, sagen wir mal so ein bisschen um die Ecke, weil sie beispielsweise betonen, dass sie grünen Wasserstoff fördern wollen. Aber ansonsten sind diese vielleicht auch gar nicht unwichtigen Themen tatsächlich eher nur am Rande aufgeführt. Erst die Flutkatastrophe, dann die Hitze in Südeuropa. Ist das denn in gewisser Weise Wahlkampfhilfe für die Grünen? Wie beurteilen Sie das? Also es wäre vielleicht nicht angemessen, das als Wahlkampfhilfe zu bezeichnen. Aber man muss natürlich schon sagen, dass diese Katastrophen, wir hatten das ja vor einigen Jahren mit Fukushima auch schon, dass das natürlich bedeutet, dass die ganz normale Bevölkerung für grüne Themen sensibler wird. Man kann allerdings auch betonen, dass das, was jetzt hier gerade vorliegt, ganz, ganz klar Wahlkampf ist. Denn die Neuigkeiten aus diesem Sofortprogramm, das uns jetzt seit heute vorliegt, sind wenig neu. Ich sagte es ja schon, da ist ganz viel, was man schon seit längerer Zeit im grünen Wahlprogramm lesen konnte. Und ja, es drängt sich vielleicht schon der Eindruck auf, dass die Grünen diese Situation jetzt, wo alle sensibel sind und alle auf diese Katastrophen gucken, natürlich auch politisch für sich nutzen, vielleicht ausnutzen wollen, damit sie eben im Wahlkampf ein bisschen wieder nach vorne kommen. Das ist ja in der Vergangenheit nicht so ganz optimal gelaufen für die Grünen. Der Auftritt gerade von Annalena Baerbock wirkte ja sehr kämpferisch, sehr euphorisch. Man vermittelte Aufbruchstimmung. Wie viel davon ist in diesen Klimaplänen wiederzufinden? Wie beurteilen Sie die Pläne der Grünen im Vergleich zu denen der anderen Parteien? Also was ich ganz auffällig fand, das war, dass insbesondere Annalena Baerbock, aber auch Robert Habeck sehr betont haben den Industriestandort Deutschland. Also die Wichtigkeit, die Wirtschaft voranzutreiben, dass sie also massiv versuchen, nicht so als die Verhinderer, als die Verbieter zu wirken, sondern dass sie sagen, wir müssen den Industriestandort Deutschland fit machen für die Zukunft. Und das bedeutet, wir müssen ihn klimaneutral machen. Dass sie also sagen, wenn wir das nicht machen, dann könnte es sogar dazu führen, dass der Industriestandort kaputt geht. Also sie bringen da jetzt ein neues Narrativ rein, wo sie sichere Arbeitsplätze und alles Dinge, die bis jetzt ja eher so im Kompetenzbereich der CDU waren, dass sie die versuchen, zu sich rüberzuholen. Die Grünen stellen ihr Klimaschutz-Sofortprogramm vor. Herzlichen Dank, Kerstin Palzer in Berlin, für diese Informationen und Einschätzungen.
Krisenmanagement im Zeichen der Kanzlerkandidatur. Eine Aufgabe, die zurzeit nicht nur Armin Laschet bewältigen muss. Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz besucht heute erneut Orte im Katastrophengebiet.